Haferernte auf dem Eifelkastanienhof in Oberstedem war in diesem Jahr ein besonderes Ereignis. Wir haben es zum ersten Mal gewagt, einen Biohafer anzupflanzen. Biohafer heißt in diesem Fall der komplette Verzicht auf eine mineralische Düngung oder auch Spritzmittel in Form von Herbiziden und Fungiziden, auf die wir allesamt bei dieser Anpflanzung verzichtet haben. Das hatte natürlich zur Folge, dass die Ertragsmenge entsprechend gering war, in etwa nur die Hälfte des normalerweise intensiv angepflanzten Hafers. Aber es war auch so, dass der Unkrautdruck damit enorm zugenommen hat, was man auch auf den Bildern deutlich sehen kann und insofern auch einen deutlichen Einfluss auf das Wachstum hatte. Die intensive Reinigung mit einem Saatgutreinigungsgerät hat letztendlich dann aus dem Hafer einen hervorragenden Qualitätshafer gemacht. Dennoch hatten wir für einen biologisch angepflanzten Hafer einen außerordentlich guten Ertrag, der durchaus über Bundesdurchschnitt gelegen hat. Und wir hatten ein hervorragendes Hektolitergewicht, sodass wir insgesamt dennoch sehr zufrieden waren mit dieser Haferanpflanzung in diesem Jahr.